Ja, einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und eine wunderbare gute Nacht heute auf dem Aufnahmestudio mit echten Holztisch. Ja, heute soll es um diese Schuhe gehen und noch um was anderes, weil für die Stiefel ist es einfach ein zu kurzes Video. Vor gut einem Jahr habe ich mir diese Daytona Strive GTX gekauft auf der Messe in Friedrichshafen. Und ja, ich wollte die unbedingt in diesen wunderhübschen Schwarz-Weiß haben mit, ich glaube, das hier ist Reflexlinie und da hinten ist auch nochmal ein Reflex. Reflexzonenmassage kann man da machen. Ja. Das Problem ist, naja, man läuft die Schuhe dann doch relativ schnell ab, weil, naja, es sind ja keine Schuhe zum Laufen, sondern zum Fahren. Naja, was noch ein Problem war, ja, fangen wir gleich mit dem Problem an, die eigentlich nicht vom Schuh kommen, sondern mit meinem Motorrad zu tun haben. Der Fersenschutz an der Speed Triple ist so von der Fläche und hat in der Mitte noch so eine Aussparung. Die Aussparung hat eine bisschen scharfe Kante, also einen leichten Grat. Und das hat zur Folge, dass hier hinten, so ein bisschen glänzig, die Oberfläche schon angeschabt ist. Ja, ganz toll. Auf beiden Seiten. Und jetzt zum Schuh. Der Schuh hat hier innen dann noch einen Reißverschluss. Da geht es in den Schuh rein, wie unschwer zu erkennen ist. Das kann man nicht abmachen, das bleibt so. Aber hinten kann man noch auch aufmachen, um die Weite zu verstellen oder um ihn einfach besser ein- und ausziehen zu können. Was halt ein Problem ist, wenn man hinten das Ding nicht aufmacht, ist, wenn man einfach so mit dem Fuß reinschlupft, dass man dann hier hinten innen so ein bisschen dran hängen bleibt. Muss man den Schuh richtig aufmachen, das ist ja kein Problem, aber nein, macht man natürlich nicht. Schöne Schuhe und auch durchaus bequem. Boah, von der Passform her sind die durchaus gut. Man sollte sie, glaube ich, aber dann doch vielleicht mehr ein bisschen kleiner kaufen. Also passender. Ich meine, so Lederzeugs dehnt sich halt aus und das merkt man bei Motorradsachen irgendwie besonders deutlich. Ja, Daytona Strive GTX kosten heute noch genauso viel wie gestern und kann ich durchaus empfehlen. Das sind die neuen Handschuhe für 2018. Die Held Air and Dry. Die habe ich mir dieses Jahr auf der Messe in Friedrichshafen angeguckt. Die Handschuhe haben jetzt folgendes, genauso wie meine Winterhandschuhe. Die haben hier so einen zweifachen Einstieg. Ganz wichtig, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Und da kann man einmal, das Entscheidende ist hier diese Mittellasche. Da kann man nämlich, hier mal aufmachen, da kann man nämlich einmal, beachte Mittellasche unten, kann man hier reinsteigen. Dann hat man quasi erstmal die Beschriftung untere Hand. Das bedeutet, hier ist ein Dry Gore-Tex. Da ist man im Gore-Tex-Handschuh drin. Das ist, ja, wassererregend dicht. Heißt allerdings nicht, dass der Handschuh sich nicht vollsaugt. Nee, der Handschuh ist nachher außen bei Regen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit pitschepatsche nass. Und ja, der Handschuh ist nass. Super toll, ne? Ganz super Idee, einen nassen Handschuh. Die Hand innen drin ist dann angeblich trocken, da müssen wir sich jetzt erstmal drauf verlassen, weil jetzt ist kalt, aber zu kalt, um diesen Handschuh auszuprobieren. Nun ja, was halt toll sein soll, ist, dass die da unten perforiert sind. Ansonsten, Schutz ist ein bisschen weniger von der Fläche als jetzt bei den Phantom 2. Also hier, der Phantom hat an der Seite deutlich mehr Polster, hat auch in der Handfläche aber ein bisschen kleineren Polster. Und der Daumen ist bei dem Phantom auch leicht gepolstert, so wie die Finger. Hier sind es bloß die zwei äußeren Finger und es hat insgesamt aber auch ein bisschen weicher und besser zum Klavierspielen geeignet, wenn man das damit machen möchte. Ja, also so beim Motorrad-Band-Treffen kann man die sehr gut zum Klavierspielen verwenden. Scheißegal, interessiert keine Sau, aber ich erwähne es trotzdem mal. Was jetzt das Entscheidende ist an den Handschuhen, diese zweite Fach eröffnet sich hier. Wir sehen, gerade waren wir da drin und jetzt geht's da rein. Das ist das Fach mit dem Namen Breezy.
So. Gehen wir da mal rein. Da muss man gucken, dass wir hier richtig reinkommen. Weil das Problem bei einem Handschuh ist halt, du hast zwei in einem. Und da muss man dann aufpassen, dass man nicht die Naht des oberen Handschuhs mit der Naht des äußeren Handschuhs irgendwie kaputt macht, wenn man im Sommer fährt. Ne? Hat er so den Lenker in der Hand, kann man die Hand aufmachen oder nicht. Aber man kann dann halt hier schön durch die Löcher Luft in den Handschuh lassen. Das ist nämlich das Problem bei dem Phantom. Der hat unten an der Handinnenseite überhaupt keine Lüftung. So. Keine Lüftungslöcher, sondern nur so zwischen den Fingern, also der Phantom, ne? Und da hast du halt hier den deutlichen Vorteil, wenn du dann halt mal die Hand in den Wind streckst oder auch so, hast du halt Luft an der Handfläche. Gut, bei dem stellt sich jetzt dann natürlich die Frage im Sommer, habe ich dann Luft an der Oberhand? Wird sich zeigen. Wenn es jetzt nicht regnet, hast du halt den Vorteil, wenn du so in der Übergangszeit bist, kannst du statt einen zweiten Handschuh anzuziehen, also so einen Innenhandschuh, kannst du halt einfach hier das Fach wechseln. Klar, das alles hat seinen Vor- und Nachteil. Erstmal ausprobieren und dann gucken. Ja, was aber halt wirklich so ein Problem sein kann, was ich halt auch bei meinen Winterhandschuhen gesehen habe. Das Problem ist, wenn du hier einsteigst in den Handschuh und vorne ankommst, ist alles gut. Beim Aussteigen musst du bei einem Winterhandschuh zumindest aufpassen, dass du nicht, wenn du dich dusselig anstellst, irgendwie feuchte, klebrige Hände hast, dass du das Innenfutter nicht mit rausziehst, weil das ein bisschen bei schwitzigen Fingern dann hängen bleibt. Das ist dann die Frage, wie sich das bei dem Handschuhmodell verhält. Was jetzt natürlich ganz deutlich ist, was ich jetzt aber nicht zeigen kann, wenn man hier eine Taschenlampe reinsteckt, dann leuchtet der Handschuh ganz toll. Also wenn der mal kaputt ist, kannst du darauf eine schöne dekorative Tischlampe draus bauen und ja. Ach, der, ja, ganz wichtig! Das Farbschema schwarz-weiß. Blöd an der Sache ist, sei es zu wenig rot und gar kein grün, weil sonst würde es perfekt zu meiner Lederkombi passen. Naja, aber kann ich alles haben. Und damit erst einmal tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Video. Und wenn es euch gefallen hat und irgendwie weitergeholfen hat, lasst ein Like da, schreibt einen netten Kommentar, abonniert den Kanal und ja.